Als ich die Diagnose bekam, dass ich Darmkrebs habe mit Lebermetastasen, war Lynn 6 Monate alt. Als die Diagnose kam, also auch auf den, man hat es ja auf den Bildern gesehen, ich habe mich überhaupt nicht krank gefühlt. Ich habe gedacht, so, das passte nicht zusammen, obwohl Entzündungswerte waren hoch. Also ich war halt eben müde, aber gut, ne, man stillt und hat ein kleines Baby, dann ist man halt eben müde. Und ich habe echt gedacht, ja, da oben habt ihr echt, weiß ich nicht, einen sehr seltsamen Humor. So, ich bringe ein Kind zur Welt und dann soll ich mir darüber Gedanken machen, dass ich sie halt eben nicht, nicht werde erziehen können und sie nicht aufwachsen sehe. War für mich echt ein schlechter Scherz. Das bewegt einen schon. Ja, kann man nicht anders sagen. Das ist sicherlich was Besonderes, Außergewöhnliches, jemand, der so eine Geschichte hat und auch das kleine Kind. Sie hat das großartig gemacht. Da braucht man schon Willen dazu. Man wusste am Anfang echt nicht, ob ich da rauskomme, weil halt eben das alles schon sehr weit fortgeschritten war. Deswegen wurde ich nach hierhin verwiesen von meinem Hausarzt, weil der wusste, dass sie hier wirklich deutschlandweit führend sind, was Operationen an der Leber anbelangt und dass die echt Sachen operieren, wo anders gesagt wird, naja, können wir leider nichts machen. Und da habe ich mich halt eben auch bei Herrn Dr. Strabo habe ich mich irgendwie gut aufgehoben gefühlt. Vor 10 Jahren hätte man ihr gesagt, wir können nichts für sie tun und kümmern sie sich schon darum, dass das Kind irgendwie versorgt ist. Und unsere Aufgabe in so einem Zentrum ist schon, versuchen, eine Alternative zu finden und haben auch eine Strategie entwickeln können. Und ich meine, jetzt ist die Patientin 1 Jahr tumorfrei, ohne Therapie. Bin ich sehr zufrieden und happy eigentlich drüber. Ja. Ich möchte natürlich gesund bleiben, einen Job haben, meine Tochter aufwachsen sehen und am Leben bleiben.